Mal wurde unterbrochen und die zweite Hälfte geht los mit Mandzukic. Mandzukic, oh, so schlecht war der gar nicht. Ja, 6 zu 0 Schüsse. Oder 5? Keine Ahnung. Ich hab's jetzt nicht genau gesehen. Shaqiri. Thiago, Lahm, Thiago. Mandzukic, ach Gott, und spielt ihm direkt in den Fuß rein. Thiago. Was sieht da drin? Mandzukic. Und da ist das 1-0. Man hat kaum was gesehen, weil es so dunkel ist. Aber trotzdem, es ist 1-0. Thiago hier nochmal mit der schönen Balleroberung in die Mitte rein zu Mandzukic. Und der hat da ein bisschen Glück, dass der Ball gegen den Pfosten prallt. Aber wir hatten vorhin ja schon einen Pfostenschuss, das geht schon in Ordnung. So, Götze jetzt mal. Draxler. Oh Mann. Schade. Draxler. Na, ich sehe da oben kaum was. Das ist das Problem. Ecke. Gottes Willen, was ist denn los? Warum ist das so dunkel alles? Boateng? Oh, so schlecht war der nicht. Hat sich das Ding schon strecken müssen. Boateng? Oh, der wird jetzt hier zum Torjäger oder was? Aber... Shaqiri rein, aber... Die haben halt große Abwehrspieler. Draxler, komm nochmal! Nochmal! Nochmal nicht! Nee, Ter Stegen ist da. Ja, ich könnte jetzt den Kontrast... Also kann ich jetzt nicht runterstellen. Das ist das Problem. Den stelle ich dann nächstes Spiel runter. Aber wir müssen jetzt eigentlich das 2-0 machen. Damit wir hier abgesichert sind. Draxler. Sehr schön auf Götze. Sehr schön wieder weitergeleitet auf Julian Draxler. Oh je, meine, wo kommt denn der hin? Hermann, ah, geht am Schweinsteiger vorbei. Und das ist natürlich ein Problem. Nein, und nicht nach oben. Also nicht nach vorne, meinte ich. Nach oben hätte er sollen. Danke. Danke für den Ball. Und wir wechseln mal kurz. Mal ganz schnell wechseln wir. Götze muss raus. Dafür holen wir mal Kroos rein. Muss noch... Ja, Draxler muss auf jeden Fall raus. Da kann mal Müller spielen. Und Schweinsteiger geht raus für Martinez. Ja, bei Götze ist halt immer das Problem, dass der nicht so viel Ausdauer hat. Merke ich auch privat in der Karriere. Der hat nicht so unglaublich viel Ausdauer. Also der muss entweder viel rennen oder der hat wirklich so eine scheiß Ausdauer. Groß, ja, es ist halt keiner da zum Anspielen. Okay. Komm, gib's Bällchen her. Gib her die Pille. Müller. Groß. Schöner Pass für Martinez. Ach Gott, ja, da hat sich mein Zug jetzt in die falsche Richtung bewegt. Abschlag Ter Stegen. Ja, schnelle Kombination hier bei Gladbach. Arango. Lapa geht da vorbei an Lahm. Aber Dante. Gegen seinen Ex-Club. Fällt mir gerade auf. Oh je, meine. Mandzukic. Was war das denn? Ah, Gott, Müller. Kommt nicht ganz mit dem Pass am
Gegenspieler vorbei und bleibt hängen. Mandzukic. Oh, der war schön in den Lauf. Und da ist Mandzukic und das... Wie kann man den denn jetzt noch daneben hauen? Oje. Was war das denn gerade vorhin? Also, was heißt gerade vorhin? Gerade eben. Martinez, was war das jetzt? Wollen sie jetzt nicht mehr? Der ist gerade eingewechselt worden erst. Oh, Neuer, ja. Ja, wir wissen ja. CPU braucht bloß einmal vor das Tor kommen, um den Ding zu machen. Egal, aber die ganze... Mein Gott. Stranzl. Ah, Nordweit wird hier gestört von Thiago, aber wird nix. Raphael geht da vorbei. Ja, und jetzt haben wir einen Boateng. Boateng mit einem Scheißpass auf Shaqiri. Dams. Dams wird nicht in Bedrängnis gebracht hier. So abgewartet. Oh je. Ich habe ein Scheißgefühl. Jetzt mal alle zurück hier. Xavi Martinez mit einem sehr schönen Zweikampf. Oh, Shaqiri! Shaqiri, aber Lahm holt sich den Ball zurück. Oh je, spielt gleich einen Fehlpass. Na geil. Alter, was ist denn los jetzt? Wieso spielen die auf einmal? Wie aufgedreht. Boateng, weg damit. Einfach wegkloppen. Das ganze Spiel nichts hinbekommen und jetzt auf einmal. Kann nicht sein. Wohl kann schon sein. Siehe Freiburg. Also nicht jetzt bei uns in FIFA, sondern in echt. Oh je, wie spielt er den denn? Ja Mann. Nordweit. Ah. Nee, De Jong kommt da trotzdem ran. Arango. Mandzukic. Oh je. Da kommt kein Pass an raus. Draußen bei Müller. Jetzt ist es wurscht jetzt. Jetzt ist aus, wir gewinnen. 1:0 und aber das hochverdient. Klasse in der Defensive. Der Gegner hatte nichts zu bestellen. Ich glaube, die hatten einen Torschuss. Hat Neuer gut gehalten. Keine Chance für den Gegner. Den hat Neuer sehr gut gehalten und ja. Schalke, ist Schalke da? Nein, Schalke ist nicht da. Dortmund hat 3:0 gewonnen gegen Augsburg. Ja gut, das war zu erwarten. Nürnberg 1:1 gegen Hoffenheim. Frankfurt 2:1 gegen Hertha gewonnen. Freiburg 1:2 gegen Bayern 04. Leverkusen verloren. So, speichere mal schön, mein Herr. Ja, komm, laden. Sehr schön. Letzte Partie. Ja. Ja, danke. Und wir haben jetzt wieder bloß 3 Tage frei bis zum Spiel gegen Stuttgart. Warum haben wir unter der Woche jetzt, immer Spiele gegen Bundesligamannschaften? Das frage ich mich. Keule. Transferangebot für Mario Mandzukic. Presse. Scheiß auf die Transferanfragen. Wir interessieren uns nur für die Presse. So, weiter. Weiter. Nur noch 5 Tage verbleibend. Nur noch 4 Tage verbleibend. Ja. Komm. Nur noch 3 Tage verbleibend, Eckart. Okay, wir haben jetzt 45 Punkte. 5 Punkte vor Schalke. Jo. Das wird hoffentlich reichen am Ende. Also jetzt nicht diese 45 Punkte. Das wird ganz sicher nicht reichen.
Okay. Ja, jetzt habe ich schon zu weit geklickt. Ich bin zu weit gegangen. Gehen wir noch mal eins zurück. Noch eins zurück. Ich habe vergessen, die Folge zu beenden. Genau, also dann beenden wir jetzt hier die Folge und sehen uns beim nächsten Mal bei FIFA und wieder beim Spiel gegen Stuttgart. Ciao.